Ey Leute, was geht ab? Riesengroßes Projekt am Start. Und zwar, da wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht großartig viel reisen können wegen Corona und denke ich mal einfach nur auf Deutschland begrenzt sind, hatte ich einen Gedanken, eine Idee. Und zwar möchte ich einen Atlas erstellen. Aber keinen gewöhnlichen Atlas, sondern einen Skatepark-Atlas hier in Deutschland. Ich möchte, sagen wir mal, die 100 schönsten Skateparks hier in Deutschland dokumentieren, filmen, Bilder von machen und mein Senf dazu geben, so eine kleine Bewertung, Review machen, komplett über Deutschland verteilt. Und das Projekt soll hoffentlich dieses Jahr auch fertig werden. Es ist sehr ambitioniert, ich weiß, und vor allem auch mit Corona nicht so einfach. Aber wir versuchen es, die Chris und ich. Das ist der Plan. Es ist natürlich auch mit Corona etwas schwierig, wenn wir jetzt quer durch Deutschland reisen, von A nach B. Deswegen versuchen wir möglichst diskret das Ganze zu machen. Wir sind meistens immer nur zu zweit unterwegs und auch möglichst nur früh an den Skateparks, wenn niemand da ist. Wir werden auch meistens im Auto pennen, weil wir auch nirgendwo unterkommen wollen und alles, weil eben die Situation so ist, wie sie ist. Nichtsdestotrotz, wir wollen skaten, wir wollen neue Sachen sehen. Und ich glaube, es ist eine riesige Möglichkeit für uns, unseren Horizont zu erweitern, die ganzen Skateparks, schauen, was so abgeht. Und ich möchte das Ganze alles mit euch teilen. Ich möchte es dokumentieren, Videos machen von den Skateparks. Und am Ende, das Endziel, das Endprodukt soll eben sein, ich möchte ein E-Book erstellen von dem Ganzen. Vielleicht sogar auch ein richtiges Drucken. Es ist ein bisschen schwierig, auch eine Kostenfrage und alles. Aber zumindest dokumentieren als Buch. Die 100 schönsten Skateparks in Deutschland. Genau, das ist die erste Folge. Und heute klappern wir ab. Der Plan ist 3 Skateparks. Und da wir im Moment noch wegen Corona auf Bayern beschränkt sind, es gibt noch diese Reisewarnung, man soll das Bundesland, keine Ahnung. Auf jeden Fall Nordostbayern. Erster Skatepark Bayreuth, danach fahren wir nach Marktredwitz. Und der dritte Skatepark, wenn wir es dann schaffen, ist Helmrechts. Ja, ich bin alle 3 Skateparks schon gefahren in der Vergangenheit, habe aber nie wirklich das Ganze dokumentiert und mit der Einstellung, ich möchte jetzt die Skateparks anschauen und abchecken, das habe ich nie gemacht, aber ja, das machen wir heute. Also, auf geht's. Okay, erster Park hier in Bayreuth und ich muss sagen, der Skatepark ist richtig geil. Also der macht sau viel Spaß zu fahren. Da ist wirklich alles dabei. Man hat, okay, das Einzige, was vielleicht fehlen würde, sind Stairs oder so. Aber du hast Hubberledges, Flatrails, Curbs, verschiedene Höhen, Banks, du kannst cruisen. Du hast so eine coole Corner, wo man durchcruisen kann. Also super Skatepark, super Fahrspaß. Die Qualität, die Verarbeitung ist echt top. Boden ist nicht so rutschig, also genau richtig. Und ja, jetzt machen wir eine kleine Cruiser durch den Park. How do you like the park? 10 out of 10. 10 out of 10. Yeah. The only thing would make it better is if this had a mini ramp. See, if this was like half a mini ramp, if it just had the other side, that okay. Would be like the only thing that I would change. Also die Karest vermisst natürlich die Mini-Ramp. Das stimmt, eine Mini-Ramp würde hier fehlen. Aber abgesehen davon eine Mini-Ramp und vielleicht ein paar Stairs, wo du runterspringen kannst, aber du hast eine Hubberledge, du hast Gaps, alles und ja. Aufenthaltsqualität ist auch super, man hat hier Bänke überall, man ist ungestört. Man kann direkt am Skatepark parken. Netto ist, glaube ich, da hinten 5 Minuten Laufen entfernt, man kann Sachen kaufen. Und ja, eine öffentliche Toilette würde noch fehlen.
Und ich glaube, man kommt hier auch relativ gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Okay, das war's. Bayreuth. Weiter zum nächsten Skatepark. Marktredwitz. Okay, wir sind jetzt hier in Marktredwitz und wie ihr seht, der Skatepark ist abgesperrt und leider darf man den im Moment auch noch nicht fahren. Ja, toll. Ich werde jetzt noch ein paar Videos machen hier von der Seite, schauen, ob ich ein paar Bilder machen kann für das E-Book. Also okay, ich bin den Skatepark schon mal gefahren, 3-4 Mal in der Vergangenheit und ich werde ihn heute jetzt nicht fahren, aber meine Bewertung praktisch aus meinen Gedanken, was ich so in Erinnerung habe. Und der Skatepark ist eigentlich ziemlich cool, ziemlich witzig. Es ist ziemlich viel, was er machen kann. Das Einzige, was mich jetzt so persönlich an einem Skatepark ein bisschen stört, ist die Proportionen, so wie alles so angeordnet ist von den Höhen und so, ist es schwer für manche Obstacles genug Speed zu bekommen. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich noch nicht wirklich eingefahren bin. Ich glaube, die Locals haben da überhaupt kein Problem mehr mit. Die wissen ganz genau wie. Aber wenn man hier mal zum ersten Mal ist, braucht man erstmal ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Mein Lieblingsobstacle hier in dem Park sind die Stufen mit der Handrail. Ist eigentlich ziemlich perfekt zu fahren, macht voll Spaß. Ja, auch einfach nur cruisen, chillen und alles. Von der Aufenthaltsqualität hier, man hat hier auch einen Basketballplatz, man kann direkt am Skatepark parken, was cool ist. Öffentliche Verkehrsmittel, müsst ihr jetzt nochmal abchecken, ob hier ein Bus überhaupt hält. Aber es ist eine kleinere Stadt oder eher schon ein Dorf. Also ja, man hat hier Schatten, wo man chillen kann. Park eigentlich auch cool. Coole Destination. Und ja, ich glaube, wir machen uns jetzt vom Acker. Okay, kurze Beschreibung zu dem Skatepark muss ich jetzt von hier innen im Auto machen, weil es einfach draußen zu windig ist. Ich bin den Skatepark schon mal gefahren und was ich gleich sagen muss, ich habe auch gleich Leute hier wieder getroffen und die Locals sind mega cool drauf. Man merkt auch hier in Helmbrechts, das ist ein Dorf, aber das hat auch ein bisschen Geschichte. Den Skatepark, das ist jetzt schon die dritte Version und es gibt auch eine Szene hier, die haben auch so einen kleinen Container da stehen, kümmern sich drum. Und mega cool. Der Skatepark selber ist super tranny-lastig, also nichts für die Plaza Skatepark Shredder. Aber ich selber fahre auch null tranny. Der Park macht so viel Spaß. Die ganzen Wobbles und alles, einfach nur rumcruisen. Man muss nicht einmal seine Tail poppen und man kann super viel Spaß an einem Skatepark haben. Sehr zu empfehlen. Genau. Und von der Lage hier, man kann direkt am Skatepark parken, was natürlich auch super ist. Man hat natürlich keine öffentlichen Verkehrsmittel, weil man ein bisschen auf der Pampa ist. Und das Einzige, was mich jetzt vielleicht ein bisschen stört, vielleicht ist es einfach nur heute. Aber es ist super windig. Es ist hier alles ein bisschen offen. Das heißt, der Wind knallt direkt drauf. Ich glaube, das letzte Mal war es auch ein bisschen windig, als ich hier war. Also vielleicht nur ein Zufall, aber ja. Trotzdem, cooler Skatepark. Sehr cool. Sehr cool. Okay, das war es jetzt für heute. Wobei der Dude, der Max, der hat mir noch einen Tipp gegeben, dass hier ein Skatepark in der Nähe ist. Vielleicht schauen wir noch hin.
Münchberg. Wir sind ein bisschen spät dran. Vielleicht checken wir dann noch aus. Ja, ansonsten. Wir gehen nach Hause. Ja, wir gehen nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.